Hey Freunde und willkommen zu einem kleinen Video, wo ich nochmal auf jeden Fall Danke sagen wollte für den gestrigen Stream, für den vorgestrigen und gestrigen Stream. Wir haben ja versucht, Isaac in einem Rutsch durchzuspielen. Es war echt eine geile Erfahrung. Zu Beginn will ich nur ganz kurz sagen, dass heute keine Videos kommen außer Soma, ein Part, den ich eigentlich gestern veröffentlicht wollte, aber ich habe ihn vergessen auf geplant zu stellen. Was mir sehr peinlich ist. Deswegen kommt heute eine Folge Soma. Und ab morgen kommen dann wieder Trash Games, Isaac und auch natürlich Soma. Heute wollte ich erstmal chillen, wieder fit werden, denn ich bin ein bisschen angeschlagen. Jetzt denkt ihr euch natürlich, boah, das ist weich, ey, 24 Stunden und jetzt tut das so als, keine Ahnung, käme ja gerade aus dem Krieg. Das Problem war, wir hatten ja schon mal einen 24-Stunden-Stream und den habe ich ziemlich locker überlebt. Aber bei diesem Stream habe ich krasse Bauchkrämpfe bekommen. Ich weiß nicht, woran das lag, aber ich schätze mal, das lag daran, dass ich halt Essenspausen gemacht habe und das ganze Essen, wie soll ich sagen, wie eine Ente runtergewürgt habe. Ich habe vergessen, dass man kauen kann. Und dann habe ich noch einen Snickers gegessen. Vielleicht liegt es auch am Snickers. Vielleicht habe ich eine Nussallergie oder sowas. Auf jeden Fall habe ich heute Morgen auch aus rein wissenschaftlichen Gründen einen Snickers gegessen. Und dann hat mein Magen wieder gemacht. Aber mittlerweile geht es mir wieder gut. Ich habe halt mich ein bisschen erholt, ein bisschen hingelegt, gefurzt wie ein Weltmeister. Ja, alles wieder in Ordnung. Und jetzt wollte ich mich bei euch bedanken, verdammt nochmal. Es war einfach unglaublich, wie viele Leute wir da waren. Das war schon wieder ein View-Record. Jetzt rede ich ein bisschen Englisch. Weil ich dachte, bei Until Dawn hatten wir schon 3000 und noch ein paar zerquetschte Zuschauer. Und ich dachte, das wäre schon das Highlight, das Top of the Top. Aber jetzt kommt er plötzlich mit 4300 Zuschauern am Ende. Das war... I was very amused. Es war echt krass. Also wir haben einen neuen Rekord aufgestellt. Für mich auf jeden Fall. Isaac haben wir leider nicht geschafft. Eigentlich war ja so, hey, wir legen los und spielen und wir kümmern uns gar nicht um den Rekord. Denn der iCasper, ein kanadischer Streamer, hat einen Rekord aufgestellt und hat Isaac in 27 Stunden und 50 Minuten durchgespielt. Und das war mir eigentlich scheißegal, ich wollte nur gucken. Dann lagen wir aber ziemlich gut in der Zeit und da dachte ich mir, hey, das ist ziemlich möglich, den Rekord zu knacken. Und am Ende haben uns nur 13 Items gefehlt, aber leider war die Zeit so gut wie um. Wir haben 27 Stunden und 20 Minuten oder so oder 10 Minuten gebraucht und dann haben halt noch die 13 Items gefehlt. Da das aber ziemlich unrealistisch wurde, das waren ziemlich nervige Items, wofür man noch ziemlich viel tun musste. Also ich glaube, ich schätze mal, 30 Stunden hätten wir gebraucht. Ich musste natürlich abbrechen, weil ich hab's durchgezogen. Mir ging's ziemlich beschissen wegen dieser Magenkrämpfe und deswegen dachte ich mir, ey, komm, das ziehst du aber trotzdem durch, wenigstens bis zum Rekord. Um zu gucken, wie weit du kommst und ja, das war's. Es kommt mir vor, als hätte ich irgendeinen Scheiß jetzt erzählt, aber das seid ihr ja gewöhnt, ne? Auf jeden Fall, ein dickes Dankeschön an euch. Die Resonanz war super. Ich musste einfach dieses Video jetzt machen. Ich kann das nicht unkommentiert lassen. Das hat mir nochmal gezeigt, was für eine tolle Community ihr seid. Ich selber habe irgendwie im Nachhinein aber das Gefühl, ich kam voll arrogant drüber oder sowas. Ja, ja. Nee, wirklich. Irgendwie kam ich so... Manchmal habe ich so ein bisschen zickig reagiert oder sowas. Ich hoffe, das kam nicht falsch rüber. Viele haben gesagt... Du bist nicht mehr so witzig, aber naja, ich war irgendwie... Ich war fick und fertig, Mann. Natürlich gibt es da ein paar Tiefs, wo ich dann ein bisschen ruhiger bin. Aber dann habe ich dann versucht, wieder ein bisschen aktiver zu sein nach einer kurzen Pause, wenn im Spiel auch was passiert ist. Ich hoffe, es ist alles okay. Trau mich gar nicht in die Aufnahme zu gucken. Ich hoffe, ich war nicht arschig oder sowas. Manchmal habe ich zickig geantwortet oder sowas, weil manchmal kamen Fragen, wo gefragt wurde, hey, fehlt dir dieses Item noch? Da sage ich, nein, hey, Steven, haben wir schon. Und dann kommt 10 Sekunden später wieder die Frage. Und dann habe ich mir, okay, nach einer Zeit... ist vielleicht jetzt okay. Da habe ich dann auch nicht reagiert. Aber naja, das sind so kleine Steinchen, die da so im Stream lagen, die wir aber umgangen sind. Hat auch schon Konfuzius. Auf jeden Fall hat er schon der Dalai Lama gesagt. Und naja, das war's jetzt. Morgen legen wir wieder los. Heute mal ein bisschen chillen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch ein schönes Wochenende und wir starten in eine wunderschöne neue Woche. Wahrscheinlich werde ich morgen wieder streamen. Ja, aber dazu werde ich immer ein Infovideo hochladen. Und jetzt macht's gut. Tschüss.